Hallo? Okay. Digga, erstmal Mikrofon abgeräumt. Bro. Ja, Leute, neues Mikrofon ist am Start. Wie ihr seht, gibt es noch ein paar Startschwierigkeiten. Wir haben noch ein paar Verständigungsprobleme. Es wollte gerade schon einmal abhauen, aber alles cool. Wir vertragen uns jetzt. Riecht ein bisschen nach Arsch. Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tunelfer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's Clearing Your Name 3D. Ich muss hier irgendwo noch eine 3D-Brille haben. Ha? Das Game haben wir ja neulich schon mal gespielt und das ist das Game, wo wir irgendwie ein Kind aus einer Location retten wollen, aber dann ist das Kind in den Animatronics und dann will das Kind uns hops nehmen. Und ich habe das noch nicht verarbeitet, ich sag ganz ehrlich. Auf jeden Fall gibt es in diesem Spiel ein Secret Ending. In der ersten Folge wurden wir ja irgendwie gejumpscared und dann sind die Credits durchgelaufen. Wahrscheinlich sind die Secrets durchgelaufen. Dann sind die Credits durchgelaufen und ich habe ja dann gedacht, das ist das Ende. Ich habe auch bei anderen Leuten reingeguckt und die haben sich auch gedacht, jo, das ist das Ende. Hat sich aber rausgestellt, das ist gar nicht das Ende. Wir können komplett schadenfrei aus dieser Location entkommen und das mit nur einem simplen Trick. Mit Waffen. Ganz richtig, es gibt in dem Spiel eine Waffe, die werden wir heute auch finden und benutzen. Ich lasse mir nicht mehr von Animatronics ärgern, die Zeiten sind vorbei, Mann. Lasst ihr natürlich gerne wie immer einen Daumen nach oben auf das Video da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Jedes Abo hilft, damit ich abends ein bisschen besser schlafen kann und jeder Daumen auch. Bitte helfen Sie mir. Okay, Leute, aber wir starten mal ein neues Game. Die Cutscene überspringen wir mal, die kennen wir schon. Übrigens habe ich euch jetzt hier oben auch nochmal den ersten Part verlinkt. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch da gerne mal reinklicken und euch anschauen, was hier eigentlich so abgeht. Denn normalerweise sind wir komplett wehrlos. Ist das eigentlich gut mit dem Mikro so? Ist das Sound gut? Hallo, hallo? Damit ihr komplett wisst, was hier abgeht, wenn man komplett wehrlos ist und keine Waffe hat. Aber wir haben, ich weiß gar nicht, wie wir das übersehen konnten. Wir sind ja eigentlich ziemlich viel rumgelaufen hier am Anfang, Leute. Aber wir sind ja so ein Detektiv oder ein Polizist. Ich weiß gar nicht genau. Wir kommen bei der Location an. Und hier ist ja auch unser Auto. Wir sind hier hingefahren. Was ist das eigentlich für eine Karre? Keine Ahnung. Wir sind hier hingefahren. Und Leute, einfach hier hinten auf dem Kofferraum. Ich habe keine Ahnung, wie wir das übersehen konnten. Aber wir können einfach, man sieht es hier, wir können einfach eine Waffe rausholen. Wir haben jetzt einfach eine Pistole, die wir rausholen können. Keine Ahnung, wie gesagt, wie wir das übersehen konnten, weil wir haben ja irgendwie voll lang nach diesem Schlüssel gesucht. In der ersten Folge, den haben wir dann auch gefunden, aber die Waffe habe ich gar nicht gesehen. So überhaupt nicht. Okay, wir gehen mal hier rein. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze nochmal machen, aber es gibt noch mehr Sachen hier drin, die wir... Ich mache hier schon mal zu. Foxy, der Kopf von Withered Foxy kann draußen bleiben. Es gibt noch mehr Sachen hier drin, die wir noch nicht gemacht und noch nicht rausgefunden haben. Denn es gibt ja auch noch irgendwie so ein Tape. Bitte Ruhe. Es gibt ja auch noch irgendwie so ein Tape, was wir gefunden haben, aber nicht abgespielt haben, weil wir keinen Tape-Player gefunden haben. Ich weiß jetzt aber auch, wo der ist. Hier ist auch ein Polizeiauto. Da drin sitzt ja auch jemand. Das sehe ich jetzt erst. Guck mal, da sitzt jemand im... Okay. Kam mir vielleicht schon mal jemand, um Hilfe zu holen. Und das Ganze ist nach hinten losgegangen. Vielleicht. Okay, wir gehen mal in Richtung Büro. Denn wir haben hier auch noch diese Tür mit einem... Danke, Foxy. Danke. Wir haben hier auch noch eine Tür mit einem Zahlenschloss. Die haben wir auch noch nicht geöffnet. Ja? Hauptsächlich, weil ich schlecht in Mathe bin, aber auch, weil wir keinen Zahlencode gefunden haben. Aber einige von euch haben als Idee und das letzte Video geschrieben, hey, vielleicht sind es die Zahlen auf der Uhr, die... Oh, ganz ruhig, Taschenlampe. Vielleicht sind es die Zahlen auf der Uhr, die uns hier dabei helfen, reinzukommen. Ich weiß natürlich nicht genau, in welcher Reihenfolge wir hier gehen sollten. Ist natürlich ein bisschen schwierig, hier nach den Zeigern zu gehen. Ich meine, wir hätten ja 13.11 Uhr. Oder so, oder 13.10 Uhr, ist ja noch nicht auf der 11. Wir hätten sowas wie 13 Uhr, habe ich gerade 13.10 Uhr gesagt, bin ich komplett Banane? Ich meine natürlich 13.53 Uhr, eine 10, 1, 2, 3, 13.53 Uhr hätten wir. Kommt sowas hin? 13.53 Uhr? Inkorrekt. Okay, und
5313 vielleicht? 5313? Auch inkorrekt. Ist halt die Frage, ob es überhaupt was mit der Uhr zu tun hat, ne? Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Aber es könnte halt auch sein, 0153 könnte halt auch sein. Hier ist keine 0. Alles klar. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Zahlenschloss knacken sollen. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, gerne in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das irgendwie knacken kann. Aber wir finden hier halt nirgendwo einen Code. Und ich denke schon, dass wir irgendwie aus diesen Zahlen auf der Uhr was rauskombinieren können. Allerdings ist die Frage, wie und was? Aber gut, das kann ja noch eine Geschichte für ein anderes Video sein. Vielleicht finden wir ja auch jetzt hier im Laufe der Runde noch irgendwo einen Zahlencode, den wir noch nicht gesehen haben. Aber wir schnappen uns jetzt erstmal hier wieder das Tape. Denn da weiß ich jetzt ganz genau, wo wir damit hin müssen. Hier ist ja auch nochmal der Schlüssel für den Maintenance Room. Den brauchen wir ja auch. So, jetzt gucken wir nochmal hier auf die Cams. So, jetzt versperrt uns natürlich Chica den Ausgang. Und Bonnie ist jetzt natürlich unterwegs. Aber Bonnie tut uns ja nichts. Bonnie ist ja stinkend freundlich. Mit Bonnie... Ja, ja, ganz entspannt. Mit Bonnie haben wir ja gar keine Probleme. So, warte mal. Jetzt muss ich doch hier öffnen, ne? Ja, hier ist Freddy. Aber ich gehe mal an Freddy vorbei. Freddy tut uns ja noch nichts. Hier steht Employees Only, aber wir können das öffnen. Wir rushen jetzt mal ein bisschen hier durch. So, jetzt müssen wir einfach nur hier das Endo... Na komm. Das Endo an die Seite räumen. Sehr gut. Und noch ein Stück? Ah, jetzt. Okay. Und jetzt diese Platte hier an die Seite schieben. Und jetzt können wir ja schon in diesen... Na komm. In diesen Backroom rein. Na komm. Wieso geht's nicht? Hä? Bitte? Ist doch Space Jump, oder nicht? Muss die Lampe wegmachen vielleicht? Nee. Ey, das ist echt... Das Game ist echt ein bisschen weird, Leute, ne? Jetzt kommen wir hier wieder nicht hoch. Warum nicht? Ah, jetzt. Okay, okay. Ey, es ist so merkwürdig, hier reinzukommen. Es ist so merkwürdig. Hier liegen jetzt die kaputten Köpfe. Von Bonnie und Freddy. Die Armen. Okay, und jetzt kommen wir natürlich hier hoch. In diesen... Ist das der Dachboden oder sowas? Über der Location, ne? Könnte man ja sagen. Sieht aus wie ein Dachboden auf jeden Fall. Und hier haben wir auch einen Tape-Player, Leute. Hier, was denn? Was steht hier? If anyone sees this, don't find the... 4 Tapes? Es gibt 4 Tapes. Manche Dinge bleiben besser vergessen. Es gibt 4 Tapes in dieser Location. What? There once was a group of children, all fans of the Freddy's. And the group was formed because they wanted to share their exciting stories of Freddy's. Okay. Exciting is kind of ironic, but you'll understand why. The first kid's name was Jeremy. Jeremy always came to Freddy's pizzeria because of his favorite star, Freddy and his fancy top hat. Then there is the second kid, Fritz. He always watched the performance of Pirates Co. since Foxy okay. was similar to a real pirate. Yeah. Until it suddenly was out of order for some reason that were still unclear for all of them. Pirates Cove ging nicht mehr. The third kid's name was Susie, and she Susie. Really liked playing with the plushies and toys. She had a sweet tooth and always bought some nice candy after Freddy's were about to close. That's why she always liked Chica. Since she has a sweet cupcake that always would keep an eye out for her if she got lost. Okay. The fourth kid's name was Gabriel. Gabriel. He was a grumpy kid. But he always seemed to lift a smile whenever Bunny got the attention. For him, Bunny was the main attraction with a fancy guitar that was the most outstanding instrument of them all. Also, his favorite animal was a rabbit. So, of course, it was the most appealing to him. The last kid's name was Cassidy. Cassidy. Who had bright blonde hair and was the most optimistic kid of all of them. Even though Cassidy was the most optimistic one, it always seemed like he was hiding something. Okay. Like the optimism was only the surface of his personality,
where deep down, he has a lot of undiscovered aspects, which no one knew about. All the kids were very different from each other, but they all shared interest in the same place, so of course they became friends. One day at Freddy's, something tragic happened. The five kids was at Freddy's playing different games and ate pizza, and all had a great time. Suddenly, at closing time, they were all gone. Hmm. Everyone was confused. The staff said they had looked out for them most of the day, but right at the time they disappeared, no one has seen any of them. The guy who was supposed to look out for the five children was wearing a yellow bunny costume and said mm-hmm. that he didn't notice them when they were gone. Although I didn't notice him too at the moment the kids disappeared. After months, no one has still not found any of them, and the case was left open with no one to know where to find them. This strategy is still left unsolved, but I keep my eye on the man in this yellow suit. I know this man. I believe he is behind some of it. Okay, das Ende vom Tape. Im Grunde genommen die Story von FNAF, der Anfang von den Kindern, die verschwinden und deren Seelen dann in die Animatronics gelangen. Also die originalen FNAF-Animatronics, die originalen Kinder, die originalen Seelen, die in die ersten FNAF-Animatronics reinkommen aus FNAF 1, das war quasi die Story davon. Nochmal langsam erzählt. Und wir haben 4 Tapes im Gebäude, wo vermutlich noch mehr von der Story drauf ist. Keine Ahnung, wo wir alle Tapes finden sollen. Aber wir lösen jetzt erstmal das hier aus. Und definitiv hing der Junge hier an diesem Stück Holz. Man kann das so ein bisschen sehen. Der hängt irgendwie an diesem Stück Holz an der Wand. Da hat ihn irgendjemand hingehangen. Richtig, richtig räudig, Leute. Aber jetzt gehen wir erstmal runter. Denn wir sind heute nicht wehrlos. Heute sind wir mit Feuerkraft hier in der Location. Und werden uns jetzt... Ja, ja. Bonnie, du auch. Wir werden uns jetzt gleich darum kümmern, hier mal mächtig aufzuräumen. Es hat sich nämlich hier jetzt hier ausgedudelt, Leute. Ist jetzt vorbei hier mit Spaß und Spannung. Jedenfalls für die Animatronics. So, wir gehen jetzt mal hier raus. So, da ist ein Endoskelett. Da ist auch Circus Baby jetzt. Hier ist jetzt erstmal Bonnie. Da ist das Kind. Ah! Wieso denn Bonnie? Wie hat mich denn Bonnie jetzt erwischt? Alter, voll der Jumpscare. Okay, Leute, keine Ahnung, wie uns Bonnie da gerade eben einfach hops nehmen konnte. Bonnie war ja eigentlich da am Kehren. Keine Ahnung, was das sollte. Wo ist Bonnie jetzt? Bonnie? Bonnie ist da drüben jetzt. Okay, warte mal. Hier kann ich nicht lang, da ist das Endoskelett. Komm mal her, kleiner Junge. Okay, okay, okay. Sehr gut, den Jumpscare haben wir bekommen. Jetzt machen wir hier auf. Wir müssen ein bisschen auf Bonnie aufpassen. Dass wir nicht aus Versehen in Bonnie reinrennen. Weil dann ist hier Schicht im Schacht. So, was geht hier ab, ey? Wo ist Bonnie? Da drüben. Okay, okay, alles cool. Oh. Und das Kind löst sich auf. Aber jetzt... Jetzt, Leute... passiert das wahrhaft Böse. Hier ist das Endoskelett, versperrt uns den Weg. Und hier macht jetzt Freddy den Vorhang auf. Und kommt da raus. Aber... Leute, wir haben... Wo ist meine Waffe? Ich kann die Waffe nicht auswählen. Oh! Wieso kann ich die Waffe nicht auswählen? Wurde die mir abgenommen, weil ich gestorben bin? Hey! Ich kann die Waffe nicht auswählen. Oh no. Oh no. Oh oh. Oh oh. Hey, stopp. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Ich kann sie nicht auswählen. Nein, 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 nein. Hier ist was schiefgelaufen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Stopp, 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 stopp. Ah, hey. Ich habe doch eigentlich eine Waffe. Wo ist meine Waffe? Wo ist...
Wo ist... Warum kann ich die Waffe nicht auswählen? Leute, als wir draußen beim Auto waren, konnte ich die Waffe noch ganz normal anwählen. Jetzt nicht mehr. Ich... Ach, come on. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil wir einmal von Bonnie erwischt wurden oder so. Du kommst hier nicht rein, du Otto. Okay, keine Ahnung, was das jetzt soll, Leute. Irgendwie hat sich die Waffe aufgelöst. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Waffe aufgehoben. Ich habe die Waffe aufgehoben. Jetzt hebe ich den Schlüssel auf. So. Jetzt mache ich die Tür auf. Und ich habe definitiv eine Waffe in der Hand. Safe. Schieß die auf. Die Waffe schießt auch. Okay. Okay. Irgendwas ist schiefgelaufen eben. Ich schätze mal, weil Bonnie uns erwischt hat. Moment. Ich mache das nochmal, okay? So, Leute. Ich habe die Waffe jetzt hier schon in der Hand. Da läuft Bonnie rum. Hier sind irgendwie die Restrooms, aber die sind ja egal. So, hi Freddy, hi Freddy. Okay, ich muss jetzt zwischendurch immer mal nachgucken, ob die Waffe noch da ist. Da ist safe irgendwas eben nicht so gelaufen, wie es sollte. So, Leute, wir sind jetzt hier oben. Hab gerade den ersten Scare bekommen und ich habe immer noch die Waffe. Ich habe sie immer noch. Also war das eben safe, weil uns Bonnie den Jumpscare reingedrückt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran lag, dass deswegen einfach was schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich darf man sich echt nicht erwischen lassen. Sonst wird einem die Waffe abgenommen. Macht ja auch Sinn, ne? Weil das ist unser einziger Weg hier raus. So, ich check jetzt nochmal. Sie ist noch da. Alles cool. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier raus und sind jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ich nehme die jetzt schon mal in die Hand, Leute. Falls mir jemand gefährlich werden will. So, wir lassen uns kurz von dem Kind erwischen. Come on. Ja, ja, ja. Wir haben immer noch die Waffe. Alles ist cool. Alles ist cool. Nicht schlimm. Okay, ich nehme mal kurz aber das. So, jetzt wieder die Waffe in die Hand. Okay. Da kommt jetzt das Kind schon einmal raus. Come on. Na komm. Komm schon. Okay, jetzt kommt er raus. Muss auf Bonnie aufpassen. Bonnie ist da drüben. So, wir haben die Waffe, Leute. So, das fällt hier natürlich alles zusammen. Kind löst sich auf. Und jetzt kommt da Freddy raus. Okay, wir dürfen uns also nicht von Bonnie erwischen lassen, Leute. Das war der Trick. Okay, er kommt da raus. Oh, Leute. Let's go. Come on. Ja, ja. Zack, zack. Oh, ja. Find a way out. Hier raus. Chica erschießt sich auch. Oh. Oh, no. Oh, no. Ich habe auch keine Taschenlampe mehr jetzt. Die Waffe ist leer und ich habe keine Taschenlampe mehr. Ah, doch, ich habe noch eine Taschenlampe. Da stand jetzt, finde einen Ausweg. Aber Chica ist ja noch im Weg. Kann ich hier vielleicht raus? Ja! You unlocked the door from inside. Wir haben die Tür von innen aufgemacht. Wir sind direkt in den Sheriff gelaufen. Den Sheriff gefunden. Er wollte gerade ins Gebäude. Er hat gesagt, er hat Schüsse gehört und andere merkwürdige Geräusche. Du hast erzählt, was mit dem Jungen passiert ist. What happened to him? Aber der Sheriff hat dir nicht wirklich geglaubt. Nachdem er das tote Kind auf dem Boden gesehen hat, er hat dir zugehört. Okay. Ah, okay. Aber uns ist nichts passiert. Der Sheriff hat uns geglaubt. Er hat das Kind in der Animatronic gesehen. Und wir haben zum Glück keine Schuld bekommen. Wir haben uns ja nur verteidigt. Wir haben uns nur gerettet. Okay, Leute. Das ist das, quasi das gute Ending von FNAF Clearing Your Name. Man hat einfach eine Waffe und erledigt das Ganze auf die altmodische Tour. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video, Leute. Mega, mega cool. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, diesen Safe, diesen Geheimraum irgendwie zu hacken. Das wäre mega, mega cool, dass wir da noch irgendwie den Code finden und da reinkommen. Mal schauen, vielleicht finde ich da noch was raus. Ansonsten war es das wie immer für dieses Video, Leute. Ihr könnt jetzt wie immer hier drüben die Playlist von den ganzen FNAF-Games und so anklicken oder irgendein anderes Video. Gern hier drüben abonnieren oder hier unten mal auf dem Minecraft-Kanal vorbeischauen. Da spielen wir auch Minecraft FNAF. Lasst da gerne mal ein Abo da. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.